Also mein Traum war einmal Pilot zu werden. Din, 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 din. Ich hoffe, dass es noch funktioniert, aber nicht. Okay, dann gehen wir unten. Ist okay? Aber das habe ich leider nicht geschafft oder in Deutschland besonders nicht einfach, weil ich hier neu bin und habe ich nicht so viel Möglichkeit oder ich bin noch nicht so bereit dafür. Und mein zweiter Wunsch war Kripo. Und das auch war schwer und dann habe ich mir gedacht, okay, du musst was machen, was mit Menschen zu tun haben, dadurch du deine Sprachen benutzen kannst. Ich bin Khaled Astani, ich komme aus Afghanistan, ich bin 20 Jahre alt und ich bin seit Dezember 2015 in Deutschland und seit einem Jahr und zwei Monaten mache ich Ausbildung als Hotelfachmann in Courtyard bei Marriott Berlin Mitte. Durch meine Sprache habe ich Arbeit bekommen, ich habe von Deutsch an Deutsch, Englisch, Arabisch, Urdu und Persisch übersetzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss anfangen, Ausbildungsplatz zu suchen. Wenn du keine Ausbildung machst, du kannst normal arbeiten, du kannst verdienen, aber du hast keine stabile Zukunft damit. Nach 10 Jahren, du willst nicht mehr Geschirr waschen. Und ja, Ausbildung, man kann überall finden, aber ich wollte unbedingt in Berlin, weil damals ich hatte, oder jetzt auch habe ich viele Freunde in Berlin, die mich unterstützt haben und die unterstützen mich immer noch. Ich sage immer, wenn du in Berlin wohnst, du wohnst in ganz Welt. Du siehst alle Kulturen, alle Nationalitäten, alle Sprachen da. Viele von uns haben keine Familie hier, wir sind allein. Und wir wollen nur einfach miteinander abends verbringen, dass wir wenigstens ein bisschen Spaß haben und fühlen, dass ja, wir sind ein fremdes Land, aber trotzdem, wir haben unseren Spaß und wir haben unsere Freunde und Freude. Ja, klar. Ja. Hallo. Hey. Was Na, macht ihr? Wie geht's dir? Wir essen. Komm doch, sitz, wo gehst du? Ich mach das Trapez. Ich habe auch viele deutsche Freunde. Ich bin eine von den Leuten, die gelassen hat, dass ich mich obwohl fühle oder zu Hause fühle, ist Chidem zum Beispiel. Ich habe noch ein paar Freunde. Er kann direkt bei. Es gibt große Unterschiede. Also, eine von typischen Beispielen kann ich sagen, die Deutschen meistens treffen sich in eine Bar hinzusetzen, trinken, rauchen. Aber bei uns, wir treffen uns in ein Haus, in Wohnung. Wir essen allererst zusammen und dann fangen wir an zu chillen. Und noch was, wenn wir essen gehen mit Afghaner, er will bezahlen. Ich sage nein, ich will bezahlen. Er sagt nein, du bist eingeladen. Bei Deutscher, er sagt, du bezahlst 3 Euro, ich bezahle 2 Euro, das war's. Ich gucke so an. Aber jetzt meistens von den Deutschen auch wissen, dass wenn die mit mir rauskommen, entweder bezahlen die alle oder ich. Gerade wir befinden uns in Kunersdorf, also weit weg von Berlin sozusagen und zwischen fast polischer und deutscher Grenze. So ist ein Wald, da wo ich schon mal gewohnt habe, in Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. Als Flüchtling habe ich da hier gewohnt und ich war fast 1,5 Jahre hier, also gewohnt. Und seit 1,5 Jahren auch war ich nicht mehr da. Die Deutschen, wenn ich erzähle, die reagieren so, oh, so schön im Wald, in Natur und so. Also zu wohnen hier ist gar nicht okay. Also, soweit, dass manchmal wir haben gesagt, hier ist kein Leben oder so für Menschen, sondern hier sind nur Tiere. Wir hatten nicht so viel Möglichkeit hier, zum Beispiel kein WLAN, keine SIM-Card oder Handyempfang. Und als wir reingekommen sind, wir sehen, wo sind wir? Ist einfach Wald. Ist hier ein Zoo oder was? Keiner wollte reingehen. Alle waren mit Koffer draußen und Securities wollten uns anmelden. Keiner wollte reingehen. Und ich musste das übersetzen. Und alle haben gesagt, wir gehen zurück zum Sozialamt oder irgendwo. Und Securities meinten, ihr dürft das nicht. Ihr müsstet hier bleiben und hier wohnen. Und dann, ich habe auch viel mit den Leuten diskutiert. Also sozusagen, ich habe die motiviert, habe gesagt, okay, du bist hier neu und du suchst erstmal Sicherheit, nicht erstmal Wohnung oder Luxury. So,
dann am Ende, die haben gesagt, okay, erstmal, wir gehen rein. Und die alle haben sich ein Zimmer geholt oder genommen. Ja, und dann langsam haben angefangen, manche Deutschkurs zu machen, manche ein bisschen Arbeit zu finden oder sich entwickeln. Aber trotzdem, es war richtig traurig, hier zu leben. Hallo, darf ich reinkommen? Ja, komm rein. Na, wie geht's dir? Gut, gut, gut. Ja. Brauchst du was? Kann ich dir irgendwie helfen? Lieber helfen? Do you need help? Something to do? You can help? Ja, tell me what you want. I try, at least. I want to walk. Work? Yeah. I want to walk. What you can work? Yeah, I can walk. What's your job, actually? My work is painting. You find endlessly something in Berlin. Berlin is large, big. Yeah, but you understand Berlin, if you have a problem with house, you cannot walk here to from Kunersdorf to... Yeah, but at the first, it's the same problem always. I had also this problem for job, and I didn't have room or house. So if you find a job, and then later you can change yourself from here to Berlin. So they will give you a camp in Berlin. Then you have opportunity to find a apartment. I'm looking. But I'm just looking. Search, don't give up. Yeah, but I'm looking. Es geht nicht, wir müssen wirklich raus. Wir befinden uns jetzt auf Hauptstraße von Richtung Kunersdorf. Und also da ist eine kleine Bushaltestelle. Und wir müssten immer von Heim raus und bis hier 10 oder 15 Minuten laufen, damit wir Internet oder Handyempfang bekommen können. Damit wir ein bisschen telefonieren können oder mit Familie oder Freunde oder egal Internet benutzen können. Manchmal, ich war abends hier oder manchmal 3 Stunden hier. Morgens früh, ich musste meinen Akku voll. Und dann, bis es alle ist, einfach hier sitzen. Manchmal allein, manchmal mit den anderen. Und alle 2 Stunden kommt einmal Bus. Und am Wochenende gibt es gar keinen Bus. Und du darfst auch nicht 1 Sekunde zu spät sein. Und die sehen, dass du rennst. Trotzdem, die sagen, tschüss, musst du noch 2 Stunden warten. Ja, gab viel Schwierigkeit, es war nicht einfach. Wir haben immer was gekocht zusammen, gegessen oder manchmal Volleyball gespielt oder Fußball gespielt. Die Leute waren hier auch nicht so normal. Viele sind leider psycho geworden, weil du siehst der Ort nur Bäume und du lebst im Wald. Kann passieren, die Leute behandeln dich nicht so gut, wie du erwartest. Und keiner wollte was Besonderes hier machen oder feiern. Alle wollten nur einen Weg finden, rauszugehen oder, ja. Ich hatte nur Kontakt von Leuten aus Berlin, weil damals gab hier einen Zirkuscamp, international Zirkuscamp, war Leute aus Berlin, Deutschland, Polen und aus der Ukraine. Und da bin ich teilgenommen, da habe ich neue Leute kennengelernt, Berliner. Und wir sind bis jetzt befreundet oder beste Freunde und ja, ich bin immer noch in Kontakt und die haben mich viel unterstützt, Deutsch zu lernen und meine Wege zu finden oder mich zu integrieren. Zirkus oder Theater ist ein Stück von meinem Leben geworden, weil Theater heißt für mich Lebensänderung oder Life Change. Weil durch Theater habe ich vieles bekommen, viel Unterstützung von den Leuten, viele Möglichkeiten, damit ich mich mehr entwickeln und integrieren konnte. Und ja, heutzutage, ich wohne in Berlin, ich mache Ausbildung und ich war nie in der Deutschkurs oder Schule. Alles habe ich in Zirkuscamp mit den Leuten gelernt und besonders für mich, Berlin ist neu und ich wollte immer mehr über Berlin wissen, über die Gesellschaft, über Kultur in Berlin oder insgesamt in Deutschland, wie die Leute leben hier oder was machen und etc. Und ja, dadurch man kann sich viel informieren und entwickeln.
Wir sind in Berlin Tempelhofer Feld, in Berlin Circus Festival. Und hier Christina, meine deutsche Mutter. Also sie ist die Schatzinselleiterin, Berlin Circus Schatzinsel. Und ja, ich hatte wirklich große Glück, dass ich die Leute kennengelernt habe. Die haben immer Aufführungen und Proben in Berlin Schatzinsel. Aber nach der Circus-Camp, erste zwei Wochen Circus-Camp, was ich an meinem Facebook gepostet habe, war: Hey, ich wohne seit einem Jahr in Deutschland, aber ich habe meine ersten zwei Wochen gelebt. Also ich war am Leben, aber ich habe zwei Wochen gelebt. Ich habe genießt mein Leben hier wirklich mit tollen Leuten, tolle Zeit und so. Ja, und danach habe ich gesagt, ich lasse die Leute nie weggehen. Ich muss die immer bei mir haben und das hat geklappt. Die Zirkusarbeit hat es ermöglicht, dass wir tagsüber zusammen trainiert haben und da ging vieles ohne Worte, klar. Aber dadurch hast du ja auch einen Körperkontakt, den du einfach im Training hast und der dich einfach miteinander näher bringt. Und dann hatten wir nachts dann die heftigsten Diskussionen. Aber die heftigen Diskussionen, die waren ganz, ganz wichtig und aber auch klar, weil am nächsten Tag wieder trainiert wurde. Also das heißt, es ging nicht auseinander, sondern es ging immer darum, wie kriegen wir das jetzt geregelt. Und wir wollten ja am Schluss auch zusammen den Auftritt machen. Und den Auftritt hinzukriegen bedeutet auch, dass wir was gelöst haben. Also Berlin ist noch nicht meine Heimat. Also Berlin oder egal wo, Paris oder Amerika, kann nicht meine Heimat werden, aber meine zweite Heimat vielleicht. Ich fühle mich sicher hier, ich fühle mich wohl und habe Frieden hier und ja, ich habe glückliches Leben in Berlin.